Hallo Leute, willkommen bei Surveilland. Dies ist Teil 17. Ja, und den richtigen Sonnenaufgang hat der Mark knapp verschlafen. Aber auf jeden Fall geht die Sonne schön hier auf, wenn er in seinem neuen Wohnhaus steht, sitzt oder liegt, kann er direkt die Sonne aufgehen sehen. Und das finde ich ganz großes Kino. Ja, und der Mark hat 5 Tage lang geschuftet, geschleppt und gerannt. Über einen Großteil der Insel ist er gewetzt und hat hier Materialien gesammelt. Könnt ihr ja alles sehen da. Lauter Palmwedel hat er gesammelt. Ganz viel Holz, das wir hier schon verarbeitet haben. Ich zeige euch, wir gehen mal ein bisschen raus. Du kannst dann auch mal das Feuer ausmachen. Und nach dem Rundgang gibt es deine Morgenkokosnuss. Erstmal Feuer aus und legen wir gleich mal einen neuen Stamm rein, damit das heute Abend fröhlich losfackelt, das Feuer. So, jetzt. Also, die Fußböden habe ich vollständig, nein, hat er vollständig mit einem Fundament aus Lehm versehen. Und hier ist das Dach schon weitgehend fertig. Und wir haben auch schon alle wichtigen Holzstreben gemacht. Da hat er eine ganze Menge Bäume für gefällt. Und das Loch im Dach habe ich noch gelassen, damit wir hier in dieser Folge auch was fertig zu machen haben. Nicht, dass ihr irgendwie ein ganz angefangenes Haus seht und dann flupp sind beide Häuser fertig. Das wollte ich ja auch nicht. Darum habe ich auch hier noch ein Loch im Dach gelassen, dass wir mit den Palmwedeln, die hier liegen, das Loch fertig machen können. Und vielleicht haben wir auch schon genügend Material, mehr oder weniger am Start, um auch das Wohnhaus fertig zu machen. Wenn nicht, auf jeden Fall kommen wir heute hier sehr weit. Da oben sind auch noch Erdklumpen hier. Und das wurde ihm aber dann gestern Abend zu spät, er war zu müde. Darum hat er ja auch ein bisschen über den Sonnenaufgang hinaus geschlafen. Und nebenbei hat er auch noch ziemlich viele Fasern gesammelt. Daraus können wir bestimmt noch eine neue Matratze machen, hoffe ich. So, und an den Abenden hat er auch noch 2 Körbe gebaut. Also er war wirklich super, super fleißig. Aber das waren halt lauter ständige, gleich wiederholende Tätigkeiten. Und darum dachte ich, sind die nicht so interessant für euch. So, aber spannend wird es jetzt, das Haus fertig zu machen. So, hier. Ups. Ja, da kommt jetzt noch was rein. Und fertig. Und hat sogar noch was in der Hand. Super gut. Gehst du mal raus. Also das hier ist jetzt die Werkstatt. Wir kloppen gleich noch den Mittelpfosten raus. Der ist nämlich gar nicht nötig. Und wie ihr seht, da bei den Giebeln ist es offen, aber das ist ja sowieso ein offenes Gebäude. Das ist nur, damit er im Prinzip auch bei Regen unbesorgt werkeln kann. Und da wird dann, wenn sein Wohnhaus fertig ist, natürlich die Matratze rausziehen. Und dann werde ich eher die Werkbank oder vielleicht eine zweite Werkbank da reinstellen. So. Jetzt kümmern wir uns um das Wohnhaus. Dann gibt es auch noch ein Stück Dach fertig zu machen. So. Na komm. Ups. Jawohl. Das reicht auch ganz wunderbar. Ah, super. Also das Dach vom Wohnhaus ist jetzt auch fertig. Dann kannst du hier noch was reinpacken. Wow. Das hat sich richtig gelohnt. Das ist jetzt auch schon fertig. Und ja, jetzt machen wir mit den Palmwedeln weiter. Ach ja, wo wir schon dabei sind. Er hat mehr Palmwedel, als er braucht. Gar nicht schlecht, weil da kann man ja auch schöne andere Sachen mitmachen. So, und ich habe noch eine Idee. Hier soll auch eine Palmwedelwand rein. Okay. Ja. Oh, und da oben. Da muss natürlich noch ein Dach hin. Gut, leg das mal ab, diese Palmwedel. Das machen wir dann gleich. Dieses Dach da oben, denn es ist ja blöd, wenn er dann da oben durch den Regen latscht. Oh, und er ist immer noch durstig. So, mal gucken.
Ja, das sieht korrekt aus. Genau so wollen wir das haben. So, und da haben wir auf jeden Fall genügend Palmwedel für übrig. Ja, sogar dieser Stapel reicht schon. Hahaha, super. So, kannst du sogar rauslegen. Ja, weil der Palmwedelteil ist hier schon abgeschlossen. Hinten der Rest wird Lehm. Weil ich dachte mir, das ist dann besser windgeschützt. So, ja, wenn es ja mal irgendwie frischer ist. Ja, jetzt wird aber erstmal gefrühstückt, mein Lieber. Das hast du dir wahrlich verdient. Er hat jetzt hier den einen Rucksack mit seinen Vorräten drin. Ah, und da hat er gestern noch, zeige ich euch gleich, auf den letzten Drücker noch Bananen geerntet, aber von hier, weil wir haben nirgendwo anders auf seinen Touren auf dieser Insel Bananen gefunden. Ich hoffe, wenn er ein bisschen weiter weg geht auf der Insel, dass wir noch andere Bananen finden. Sonst muss er zu einer anderen Insel schwimmen und dann, ja, sammeln wir woanders Bananen. Vielleicht mal darüber. Aber da wird er schon lange schwimmen müssen. Da muss er dann auch ein paar Kokosnüsse als Futterreserve mitnehmen, falls er da drüben nicht auf Anhieb was findet. Und er muss sehr satt losstarten. So, jetzt Kokosnuss essen. Das war überflüssig, aber hat nichts geschadet. So. Und dass man den Sonnenaufgang so schön sehen kann von hier, von seinem Bett aus, das finde ich auch ganz toll. Und jetzt geht hier gerade der Mond auf. Mitten am Tag, so Neumond. Die haben die Mondphasen hier relativ realitätsgetreu abgebildet. Das heißt, der Mond geht auch jeden Tag etwas später auf. In echt ist es ja eine Dreiviertelstunde, dass der jeden Tag später aufgeht. Und darum sieht man ihn manchmal auch am Tag. Und bei Vollmond sieht man ihn dann in der Nacht. Da geht er dann praktisch am Abend geht dann der Mond auf. Und wenn er hier so Neumond ist, dann geht er am Tag auf. Dann hat man sowieso nicht so viel von ihm. So, jetzt Kokosnuss erstmal wegschmeißen. Immer noch etwas durstig. Na, jetzt ist es glücklicherweise weggegangen. Okay. Jetzt kümmern wir uns hier um die Lehmknödel. Da habe ich die Wände schon weitgehend voll gemacht, damit es jetzt schnell und easy geht. So. Diese Wand will ich zumachen. Da soll sein sein Bett rein und dass er davon keinen Witterungen gestört wird. So. Zack. Und die hier soll auch zu werden. So. Okay. Und hier, da mache ich eine Tür rein. Da brauchen wir noch ziemlich viele Knödel. Das hat er jetzt gestern nicht mehr geschafft, das so weit fertig zu machen. Und warum da eine Tür rein soll, das verrate ich euch auch gleich. So, hier erst nochmal den auch noch. Und dann musst du den Rest vom Berg holen. Denn mir ist klar geworden, ah, jetzt geht es schon mit Tür, also machen wir das mal fertig. Na, komm, so. Hier hat es jetzt eine Tür. Das wird der Zugang nicht etwa nach draußen, sondern zu seiner Speisekammer, seinem Vorratsraum. Obwohl eine Tür nach draußen wäre vielleicht auch gar nicht schlecht. Na, er kann so schnell ums Haus rumgehen. Hier will ich eine Speisekammer hinbauen. Da hinters Haus. Denn die Kokosnüsse gibt es irgendwie nur bis, muss ich mal gucken, von November bis März gibt es sie nicht. Also nur bis Oktober. Und
dann muss er eigentlich schon im Sommer oder so bald wie möglich anfangen zu sammeln und sich zu bevorraten. Und darum dachte ich, sollte da eine Vorratskammer hin, dann baue ich lauter so Kästen, also Körbe, und die werden vollgestopft mit Kokosnüssen. Das ist mein Plan. So. Und diese Speisekammer können wir jetzt auch gleich noch anzeichnen. Wenn wir dies hier fertig haben, da will ich ein Fenster reinmachen. So. Da fehlen auch nicht mehr viele Knödel. So. Und die Speisekammer machen wir aber so nach und nach. Das hat jetzt keine hohe Priorität, dass die fertig wird. So, jetzt ist es bereit für ein Fenster. Das heißt, falls euch das interessiert, wie man hier Türen und Fenster macht, man füllt es einfach nicht ganz vollständig auf. Das geht bei den Wänden so. Und man kriegt es dann angezeigt. Jetzt sehe ich dabei in diesem Infoschild, ich wollte jetzt gerade mit der Hand drauf zeigen, weil ich da nicht mit der Maus drauf zeigen kann. In dem Infofeld sieht man so eine Umrandung mit einem Loch in der Mitte, und das heißt eine Wand mit Fenster machen. Und bei dem anderen war sozusagen so ein bis du unten durchgehende Öffnung, und das war die Tür. So, jetzt. Und es kriegt hier sogar so ein Fensterbrett, finde ich cool. Schön gemacht. So, jetzt hol mal dein Bauwerkzeug, mein Lieber, damit wir die Speisekammer planen können. Ich weiß noch nicht genau, ob ich die mit schrägen Wänden machen will. Also zumindest mit einer schrägen Wand. Ach, nimm das andere gleich mit. Passt ja schließlich in zwei Hände. Oder ob ich die einfach so in viereckigen Kasten machen will. Es wäre eigentlich ein bisschen verschwendete Höhe, denke ich, weil da sollen ja nur Körbe drin stehen. So, aber möglicherweise wird die Schräge zu niedrig. Das muss ich jetzt mal ausprobieren. Na, das klappt doch schon mal auf Anhieb. Und ich gucke mal, ob eventuell für die Zukunft da passt nichts dran. Okay. Weil da die Kokosnüsse liegen. Das können wir hier gleich mal ausprobieren. Die können wir ja wegschmeißen. So. Pack die mal hier hin. Müssen wir dann später mal einsammeln. Aber es ist wahrscheinlich eher der Stein, der stört. Also der Stein, der große Fels. Ich hatte ja auch nicht geplant, so weit hinterzugehen. Doch, jetzt geht's. Okay, also wenn die Speisekammer nicht reicht, können wir die da hinten noch fortführen. Das ist doch ganz gut. Okay. Gut, jetzt werf das mal hin und jetzt nehmen wir das. Mit schrägen Wänden wäre es halt sehr einfach, die Konstruktion. Und ich glaube, es würde auch netter aussehen. Nicht so, sondern hier. So, dachte ich mir das. Und das andere, gehen wir ein bisschen näher ran. So. Ja. Und jetzt werf das mal hin. Und jetzt holst du dir den Korb und den stellen wir da mal unters Dach und stellen uns mal vor, wie das dann aussehen würde. Ups, jetzt ist er hier so in seine Wand rummarschiert. So. Uch, warum kannst du das hier nirgendwo hinstellen? Vielleicht müssen wir erst ein Fundament hinmachen. Naja, das können wir ja machen. Das Fundament muss ja sowieso hin. Mal gucken, vielleicht haben wir sogar noch genügend Knödel da rumliegen. Dann können wir das ratzfatz erledigen. So. Weil die liegen auch strategisch sehr günstig.
Also ich meine, sie sind nah. So. Also ein bisschen fleißig rennen muss er auch in diesem Video. Aber 5 Tage habe ich euch erspart. So. Na, muss ich mich an meine Tasten erinnern. So. Ich muss immer noch über die Tasten nachdenken, wenn ich die benutze. Und trotzdem ist bei mir die Bedienung vom Sims schon ein bisschen durcheinander gekommen. Wenn ich jetzt hier ordentlich lange gespielt habe und dann Sims spiele, dann frage ich mich erstmal, oh, und wie steuere ich das jetzt? Natürlich weiß ich, wie ich das steuere, aber meine Hände sind durcheinander gekommen. Aber es geht dann auch schnell wieder. Nach so 2 Minuten oder so bin ich wieder drin. So. Jetzt müssen wir es aber bald geschafft haben. Ich hoffe, dass der Bananenbaum bald wieder trägt. Die sollen immer mal wieder tragen. Ich hatte in einer anderen Speicherwelt sogar auch schon einen Bananenbaum, der schon eine zweite getragen hat. Also dann konnte man einen abernten und der andere hing immer noch dran. So. Reicht's jetzt ja? Super. Sehr gut. Jetzt probieren wir das nochmal. Nimm das mal. Und jetzt stellen wir es mal hin. Kuh. Ja, jetzt ist es nicht sehr aussagekräftig. Mal gucken. Ja, man würde schon Platz verlieren. Seht ihr das? Mal gucken. Ja. Wenn ich ihm jetzt sagen würde, geh doch mal zur Seite. Aber wenn... Ja, doch, so geht es halbwegs. Also man verliert fast ein Drittel der Bodenfläche, weil man da keine Körbe drunter schieben kann, weil das dann zu niedrig ist. Tja, aber mir gefällt das irgendwie so besser, als wenn da jetzt ein Kasten dran wäre. Schwierig, schwierig. Ich meine, ich könnte es ja einfach erstmal so machen. Und wenn das dann zu klein wird, dann reiße ich es halt ein. Man kriegt das Material ja teilweise wieder. Und mach's dann doch anders. So. Machen wir die ganz zu, die Speisekammer von außen? Oder mit Zugang? Tja. Ach, ich denke mal, ganz zu ist irgendwie drolliger. Man kommt ja von innen aus rein. Nee, so. Okay. Jetzt kannst du das wieder einstecken. Und er ist schon wieder durstig. Ach, da sind ja deine Nahrungsmittel drin. Die normalen täglichen Nahrungsmittel will ich da dann nicht aufbewahren. Zumindest auf Dauer nicht. Sondern die Wintervorräte. Also was er... So mindestens einen Korb haben wir dann immer im normalen Raum stehen, dass er sich da bedienen kann. So. Und jetzt drillst du das mal auf. Und die anderen Körbe liegen in der Speisekammer. Und? Jawohl, so ist gut. Ich glaube, wir haben fast genug von dem Palmenmaterial, um die Speisekammer sogar jetzt gleich fertig zu machen.
Zumindest mit Palmfasern. Und fürs Erste reicht das ja. Also mit Palmblättern meine ich. Die Fasern sind ja was anderes. Okay. Gehst du mal hier durch deine schicke Tür? Ups. So. Schmeißen wir das da rein. Ist, glaube ich, auch schon wieder Nachmittag. So, jetzt machen wir erstmal die Speisekammer fertig. Boah, ich finde das Haus so cool irgendwie. Ups, ja, durch die Tür gehen will gelernt sein. Hier. Gar nicht so einfach. Vielleicht ist es einfacher, das außenrum zu machen. Ja, er rennt ständig durch gegen seine Tür. Oh, sorry. Muss ich noch üben, dich gegen die Tür zu steuern. Durch die Tür, eben nicht gegen. So. So, geht's so. Jawohl. Okay, was hat er für ein Problem? Manchmal funktioniert es irgendwie nicht richtig. Aber wenn man sich dann erst anderen Wänden zuwendet, dann funktioniert es irgendwie trotzdem. So. Der will auch nicht. Ja, was ist jetzt los? Ist das Haus zu klein? Geh mal von außen dran. Vielleicht hat er nur einen schlechten Tag. So. Da fehlt jetzt noch was. Wir machen es außenrum. So. So, jetzt drück mal die Daumen. Das geht. Alles klar. Vielleicht steht auch der Korb im Weg. Na, jetzt geht's. Na super. Ja, da ist sogar noch eine Kokosnuss von unserem Umzug. Sehr, sehr gut. Tja, naja, an die muss ich mal denken, an die Kokosnuss, weil... Obwohl, er könnte jetzt einfach mal die Palmen da hinlegen. Nimmst du mal die Kokosnuss? Die passt doch bestimmt noch nicht in irgendeine Tasche rein. Aber vielleicht kannst du sie dorthin legen. Das ist auch nicht viel besser, aber etwas besser. So, nee... Nimm das mal. Das tragen wir jetzt zu deiner Werkstatt. Naja, und wenn die Speisekammer zu klein wird, können wir entweder die noch zur Seite verlängern oder wir machen sie viereckig. Jetzt gucken wir uns das Ganze nochmal so an. Das sieht doch lustig aus. So gescheckt aus Lehm und Fasern. Vielleicht wäre es hübscher nur aus Palmwedeln, aber mir ist es irgendwie ein Bedürfnis, ihm ein geschütztes Lehmeck zu machen, wo, ja, wo der Wind nicht so durchweht. Obwohl er hat ein Fenster, also. Und trotzdem fühlt sich so ein bisschen geschützter an. So, denn da kommt jetzt sein Schlafeck hin. Hier. Gut, jetzt ist er richtig eingezogen. Wir müssen noch einige von diesen
Strebender verbessern. Ah, und die... Diese Dinger in der Mitte wollte ich noch weghauen. Denn ich glaube, die brauchen wir nicht. Zack. Und in der Werkstatt auch. Und da rennt man dann nur immer gegen. Okay. Jetzt kannst du die einstecken, die Axt. Jetzt ist der Tag auch rumgegangen. Dann gehst du mal dein Werk bewundern. So. Ja. Kannst du doch richtig stolz sein. Hat er wirklich ordentlich für geackert. Gut. Ja, ich denke, ich mache mal Schluss mit dieser Folge. Ich lasse ihn vielleicht noch so ein bisschen rumbosseln und so. Wenn wir noch genug Material haben, lasse ich ihn vielleicht noch so einen Korb machen, bis er müde ist. Das habt ihr ja alle schon gesehen. Und morgen machen wir dann vielleicht diese zusätzliche Matratze. Und dann lasse ich ihn mal durch die Gegend ziehen. Ja, oder ich mache die Matratze heute, muss ich mal gucken. Für den ersten Ausflug hier über die Insel brauche ich, glaube ich, auch keine Matratze zum Mitnehmen. Das wäre dann eher ein Ausflug, um Nahrungsmittel zu besorgen. Okay, ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag. Vielen Dank fürs Zuschauen und alles Gute. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.